Strahlend blauer Himmel, ein wunderschöner Stellplatz, an dem wir eine ruhige Nacht verbracht haben, und zwar ganz alleine und das an einem Sonntag. Herrlich. Das einzige Wohnmobil, was hier steht, das ist verlassen, da wohnt niemand drinnen. Das ist wohl ein Ortsansässiger, der hier sein Fahrzeug geparkt hat. Das ist ein offizieller Stellplatz. Und besonders lobenswert ist, das ist ein gebührenfreier Stellplatz. Eine Holiday Clean Versorgungsanlage ist da. Und es sind auch ausreichend Abfallbehälter vorhanden. Wo wir stehen, wollen wir noch nicht verraten. Das machen wir jetzt gleich beim Frühstück. Die Ursi richtet schon den Frühstückstisch. Guten Morgen. Und wir werden jetzt erstmal frühstücken und dann erfahren wir vieles weiteres von uns. Ja, Ursi? Ja? Oh. Wer ist eigentlich der Weltmeister? Frankreich. Nein, Italien. Kann gar nicht sein. Italien war ja nicht mal dabei. Ich rede doch nicht vom Fußballweltmeister. Sondern? Ich rede vom Weltmeister im Wohnmobilkonvoi. Ach so, das muss ich natürlich gleich dazu sagen. Und das waren die Italiener? Ja, und jetzt wollte ich schon 2017 die bald dümmer werden. Und 2018 gibt es einen neuen Versuch. Ja, aber nicht die Val d'Irna, sondern halt... Ja, ganz Deutschland. Ja, ja. Ja. Grüßen alle. Alle Wohnmobilkonvoi-Fahrer. Am 15.09. findet der Wohnmobilkonvoi statt. Okay. Und wir sind hier in Val d'Irna und da wollen wir euch jetzt zeigen, was es mit dem Wohnmobilkonvoi auf sich hat. Wir wollen euch aber nicht nur diese Seite von Val d'Irna zeigen. Val d'Irna hat eine Heilig-Blut-Reliquie. Val d'Irna hat eine schöne Basilika. Und einen Limes. Ja, den. Erlebnisweg oder so ähnlich. Wanderweg. Ja. Und Siegfried ist hier umgebracht worden von der Nibelungensage. Aber nicht in Val d'Irna. Aber in der Nähe. Irgendwo hier. Im Odenwald. Ja, genau, im Odenwald. Ja, also wir haben heute viel vor. Jetzt tun wir erstmal gemütlich frühstücken und dann geht's mit der Arbeit los. Ja, Arbeit, Vergnügen, oder? Ja, ja. Schöner Tag. Es ist hier überhaupt nicht wie in Sibirien, obwohl wir hier in Badisch-Sibirien sind. Ja, genau, das habe ich ganz vergessen. Wir sind in Badisch-Sibirien. Ja, genau. Und wunderschön ist es hier. Und so nennt man, also Badisch-Sibirien nennt man den Teil von Mosbach, also im Neckar-Odenwald-Kreis, bis an die Tauber, bis Tauberbischofsheim, aus zwei Gründen. Weil es hier immer besonders kalt war, habe ich gelesen, das habe ich mir angelesen und nachgelesen, weil die Struktur dieser Gegend nicht wirtschaftlich besonders stark gewesen ist. Hat sich mittlerweile geändert, denke ich. Ja, sieht mal so aus. Ja. Fühle mich nicht wie in Sibirien. Also bis später, wir melden uns gleich. Jetzt trinken wir erstmal schön frühstücken. Genau, so machen wir es. So, das ist der Vorplatz der Basilika und da hinten sieht man schon dieses Heiligenbild mit diesen 7, 11, 12 Christusköpfen mit der Tonnenkrone. Und da kommt die Ursi. So, das ist die Heiligblut-Reliquie. Hier ist sie untergebracht an diesem Seitenaltar. Und der Legende nach, oder die Legende stammt aus dem 14. Jahrhundert. Ein Priester hat nach der Wandlung den Wein geweiht oder bei der Wandlung den Wein geweiht und dann den Weinkelch umgeschüttet. Das Ganze fiel auf ein Leinentuch und hat dann dieses Bild ergeben. Also es ist jetzt anders, es ist das sogenannte Heiligblutreliquie, aber es ist anders als die Heiligblutreliquien, die man von Weingarten kennt. Mit dem Blutritt habt ihr sicherlich schon gehört, die Rainer-Prozession im Weingarten. Und die gleiche Blutreliquie gibt es auch auf der Reichenau.
und noch irgendwo in Deutschland, ich weiß aber nicht wo. Und das hier ist eine sogenannte Erscheinungsreliquie, denn die Originalheiligblutreliquie ist ja angeblich wirklich Blut von Jesu, was aus ihnen herausgetropft ist bei der Kreuzigung. Und für so eine kleine Ortschaft wie Weidürn eine erstaunlich große Kirche. Kaum haben wir es gesucht, haben wir es auch schon gefunden. Also das ist das Zeichen einer Basilica Minor, dieses gelb-rote Schirmchen. Also jetzt gehen wir noch schnell zur Lourdes-Grotte. Aber was es damit auf sich hat, das weiß ich allerdings auch nicht. Das Merzenbrunnenlein. Dann schauen wir doch mal uns das an, vielleicht erfahren wir was. So, also das sind wir jetzt bei der Lourdes-Grotte. Die Lourdes-Grotte ist ja die Marienerscheinung. Ich weiß nicht, ob es hier auch eine Marienerscheinung gegeben hat. Es ist ja ohnehin mit den Reliquien und den Erscheinungen so eine Sache. Es ist überhaupt so eine Sache mit der Geschichte, die vor dem 15. Jahrhundert stattgefunden hat. Das sind dann mehr Vermutungen und Erzählungen als Fakten zutreffend. Das ist allgemein so, also nicht nur bei kirchlicher Geschichte. Und also heute würde man modern sagen, Fake News, ja? Ja, ob das jetzt so Fake News, ob man das so nennen kann, das glaube ich jetzt nicht. Ich weiß es nicht. Also es sind auf jeden Fall, das ist Fakt, also bis zum 10. Jahrhundert sind das alles Legenden. Ja, das hört denn sich schon besser an. Da haben wir gar nichts aufgeschrieben. Ja gut, aber das ist ja nichts anderes. Eine Legende ist ja nichts anderes. Das ist eine Vermutung, in die man was reininterpretiert. Und das neue Wort ist eben Fake News. Ja, Fake News sind für mich bewusste Falschmeldungen. Ach so, okay. Ja. Also, wir diskutieren es aus, aber die Ursi hat eigentlich schon recht. Ja, Fake News ist eigentlich eine bewusste Falschmeldung, was man bei Legenden ja nicht sagen kann. Nein. Das ist eine Interpretation, freie Interpretation. Glaubenssache. Also, wir diskutieren es und dann informieren wir euch über das Ergebnis. Genau, so machen wir es. So, das ist wohl der Wallfahrtsort mit dem Außenaltar und auch mit dem Bildnis, wieder was auf dem Leintuch war, mit den 11 Dornenköpfen von Jesus und dem gekreuzigten Jesus zusätzlich. Die Kirche zur Ergänzung noch ist im 18. Jahrhundert erbaut worden, aber die Grundmauern ruhen auf dem 13. oder 14. Jahrhundert und natürlich mehrmals zerstört und so weiter. Also die jetzige Kirche ist im 18. Jahrhundert erbaut worden. Passt, Ursi? Ja, im Barockstil. Ist eine Säulenbasilika im Barockstil. So, und wir fahren jetzt weiter. Ja? Ja. Zu den Römern. Noch weiter zurück in die Geschichte. Genau so machen wir es. So, da sind wir jetzt an der Basilika. Wir sind nun recht nah dran, deswegen sieht man nicht allzu viel. So, während es jetzt da steil runter geht, muss ich aufpassen, kommen wir zum historischen Rathaus. Das ist das hier, denke ich zumindest. Und das ist das dienstälteste Rathaus Deutschlands. Das muss ich euch natürlich gezeigt haben, aus dem 15. Jahrhundert. So, hier haben wir das Rathaus von Weidürn, das dienstälteste Rathaus Deutschlands aus dem 15. Jahrhundert. Und jetzt fahren wir zum Limes. So, und hier haben wir nochmal die Basilika. Jetzt zum Limes.
So, jetzt sind wir schon bei den Römern und hier sind wir bei der Richtstelle. Das haben sie wieder aufgebaut. Als Mahnmal. Ja, was ist das Mahnmal? Als Erinnerung. Ja, oder Erinnerung. Dieses Mahnmal steht da. Ah, okay. An einem uralten Fern- und Wallfahrtswerk gelegen, soll die Erinnerung an einen Ort der früh- und mittelalterlichen Hochgerichtsbarkeit wachhalten. Schön hat sie das gesagt, die Ossi. Von der Jungsteinzeit an in unmittelbarer Nähe sind heute noch 7 Hügelgräber aus Vorgebirgen. Das ist jetzt nicht so wichtig. Ah, aber hier, bei den Germanen stand auf Verrat, Feigheit, Furcht vor dem Feinde die Todesstrafe, die im Ting von allen freien Männern eines Stammes beschlossen wurden. Es war üblich, den Missetäter an einem dürren, lebenshemmenden Baum zu erhängen. Im 8. Jahrhundert ordnete Karl der Große dann die Errichtung von künstlichen Galgen an. Naja, gut, dass diese Zeit vorbei ist. Definitiv. Aha. So, jetzt sind wir am Limes Lehrpfad. Da sieht man auch schon Teile der alten Befestigung. Naja, ob das so alt ist, ich denke Nachbildung. Oh, sie hat natürlich recht. Und da fahren wir jetzt den Lehrpfad. Und soweit man es fahren kann, wenn es nicht tatsächlich ein richtiger Wanderweg ist. Habt ihr gehört? Solange man fahren kann. Und wenn wir was erfahren, dann berichten wir darüber. Genauso machen wir das jetzt. So, hier sind wir am Wachturm Lindig Nord. Ob die Steine noch echt sind, weiß ich nicht. Ah, die Steine könnte es schon sein. Also das könnte. Aha, also könnten schon Ausgrabungen sein. Ja. So, wir sind jetzt schon etliche Kilometer am Limes entlang gefahren. Das können wir nur empfehlen. Das ist eine wunderschöne Radtour oder auch eine schöne Wanderung. Und da sehen wir wieder 2 Wachtürme oder eine kleine Station. Und hier sieht man die Befestigung, diese Pfähle. Was sind nachgebaut oder Teile erhalten? Die Höhe ist nachgebaut. Alles? Die Steine sind echt. Also die Steine sind echt, mhm. Und? Und die Palisade? Sind nachgebaut. Nachgebaut und auf der Rückseite sind sie glatt. Ah. Das ist hier nur auf dieser Seite rund und auf der Rückseite sind sie glatt und sind sie auch nämlich schwieriger zu erklimmen. Also, schauen wir nach, ob die Ursi recht hat. Also sind meistens Rotpunkte gewesen. Aha. Tatsächlich, Mücken sind auch da. Wahrscheinlich die 2. Verteidigungsanlage Mücken, oder? Davon steht hier nichts. Und das kann man auch, bei Sonne, Schein und bei Hitze gut fahren, weil es alles im Wald ist und damit schön beschattet. Ich muss bloß aufpassen, dass ich da, wenn ich einhändig fahre, nicht runterfall. Und dann sind immer so Römerstationen aufgebaut, also schon sehr interessant. Ja. Hier hat es leckere Brombeeren. Mal schauen, ob sie überhaupt lecker sind. Schauen, ist das ein Wurm drin ist? Nö, sehe keiner. Noch nicht so ganz besonders. Nicht reinfliege in das Dornengestrüpp. Sind noch nicht richtig reif. Fahren wir weiter. So, jetzt sind wir hier an der Weltrekordstraße. Da fand letztes Jahr dieses Ereignis statt, im August war es, glaube ich. Und der Weltrekord wurde vom Guinness-Buch nicht anerkannt,
weil es waren zwar genügend Fahrzeuge da, also es ist angeblich der längste Wohnmobilkonvoi an sich gewesen, aber nicht nach den Regeln des Guinness-Rekordbuches, denn da darf der Abstand eine gewisse Größe nicht überschreiten. Und da waren wohl einige Schlafmützen dabei, kann man das so sagen? Möglich, ja. So genau wollen wir das jetzt nicht definieren. Ja, aber es waren wieder einige dabei, die nicht diszipliniert gefahren sind. Und dann war der Abstand teilweise ein paar Minuten. Da gibt es auch einen Film drüber, den könnt ihr euch anschauen. Also wir wünschen auf jeden Fall den Wohnmobilkonvoi 2018 deutlich mehr Glück als 2017. Diszipliniertere Wohnmobilfahrer. Ja. Und dass es gelingt. Ja, das auf jeden Fall. Daumen hoch oder Daumen drücken. Ich kann jetzt leider keinen Daumen hoch machen, weil ich das Mikrofon in der Hand habe und die Kamera. Aber das doch, geht. So geht's ja. Also, ja, ja. Wir drücken euch die Daumen, dass das klappt. Wir selber werden nicht dabei sein. Nein. Nein. Wir sind zu undiszipliniert dazu. Ja. Man kann nicht überall dabei sein. Also viel Erfolg und Maldörn ist allemal ein Ausflug wert. Ein wunderschönes kleines Städtchen. Ja, und der Odenwald so und so. Ja, genau. Und ja, landschaftsmäßig wunderschön und auch nicht so viel Verkehr. Und auf dem Stellplatz, bisher haben wir nur überall einen Platz gefunden, wo wir eigentlich hin wollten. Einen Stellplatz zeigen wir euch noch, den bei Goldschmidt. Da fahren wir schnell noch vorbei, filmen raus, weil da gibt es noch den größeren Stellplatz, der wohl auch etwas besser besucht sein sollte. Firma Goldschmidt, das sind die, die die Federn für unser Wohnmobil gemacht haben. Bei Hümer auf jeden Fall, bei anderen weiß ich es nicht. Aha, okay. Ja, also das sei noch dazu angemerkt und die sind aus Waldürn und da gibt es wohl einen Stellplatz. Und ja, ansonsten also ist es ein schönes Städtchen. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Ein kurzes Video von Waldhirn, vom Odenwald wieder mal. Und wenn es euch gefallen hat, dann wie? Daumen hoch. Genau so, ja. Und wenn es euch noch besser gefallen hat und ihr öfters was sehen wollt, dann, Ossi? Abonnieren nicht vergessen. Genau, ja. Also macht's gut, gell? Schönen Sommer noch und viel Erfolg beim Weltrekord 2018. Tschüss. Ciao. So, hier ist die Alternative, das ist die Firma Goldschmidt. Da ist die Ossi, die fährt jetzt dann wieder weg. Und das ist der Stellplatz. Definitiv schöner, gell? Das ist die Säule für die Ver- und Entsorgung. Und die Ossi sagt, der Stellplatz an der Basilika ist eindeutig besser. Vor allen Dingen ruhiger. Das auch und viel schöner. Also, viel schöner. Wenn die Ursi das sagt, dann ist es so.